Herzlich willkommen im Dorfmuseum Plitzhausen. Das Haus Entenhof 17 aus dem Baujahr 1570 ist eines der ältesten erhaltenen Gebäude im Ort. Die ganze Hofanlage bildet eine geschlossene Gruppierung und war einst eine der Keimzellen von Plitzhausen. Das Gebäude wurde ursprünglich als Einhaus- oder Wohnstallhaus eines Bauern für seine Nachkommen errichtet. Unten im gemauerten Teil befand sich der Stall, darüber die Wohnräume. Um ca. 1770 bewohnten nach einem Umbau zwei Großfamilien, also etwa 20 Personen, das Haus. Die Stallung wurde zu einer Schlaf- und Wohnstube mit Anbau und Küche umgebaut. Der Toilettenanbau mit Sickergrube an der Südseite der Küche erfolgte nochmals später. Die Ostfassade des Wohnhauses zeigt heute ein freigelegtes, spätmittelalterliches, alemannisches Fachwerk. An den gewölbten Eichenbalken sind noch die Spuren der innenliegenden Bohlenbalkendecke zu sehen. Im oberen Stock befindet sich ein geschnitzter Schreck- oder Neidkopf. Darunter ein eingeritztes Rebmesser und das Erbauungsjahr 1570. Unter dem Schreckkopf schließt sich ein Zopfpfeil an, der das Böse vom Haus fernhält und nach unten verbannt. 1978 kaufte die Gemeinde das historische Gebäude. Saniert wurde es teilweise mit ehrenamtlichen Helfern. Noch heute besteht ein Arbeitskreis aus ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die jährlich wechselnde historische Themen in einer Ausstellung aufgreifen. Im Erdgeschoss ist eine Schlaf- und Wohnstube mit Alkoven zu besichtigen. In beiden Stuben sind noch die Holzdecken aus der Erbauungszeit erhalten. Die Küche liegt im Süden mit Zugang zum Garten. Der Schüttstein wurde nachgebaut, um darzustellen, dass man im 16. Jahrhundert das Spülwasser über ein Loch in der Wand ins Freie kippen konnte. Außen an die Küche wurde nachträglich eine Toilette mit Sickergrube angebaut. Sie ersparte vielen Bewohnern den Gang in den Garten zum Abort. Im Obergeschoss befindet sich eine helle Wohnstube mit Bohlenbalkendecke. Die Schlafstube diente Erwachsenen und kleinen Kindern bis zum 7. Lebensjahr zur Nachtruhe. Neben der Wohnstube liegt der Alkoven, dessen Breite genau einer Bettgröße entspricht. Dort war für die Großeltern die wärmste Schlafstelle neben dem Ofen, da alle Schlafzimmer sonst unbeheizt blieben. Die heute offene Küche mit Veranda war einst eine dunkle Rauchküche mit geschlossener Tür zum Treppenhaus. Bei der Renovierung wurde der Rauchfang freigelegt und die Herdstelle nachgemauert. So können sich die Besucher die Küche aus der Erbauungszeit besser vorstellen. Damals wurde diese oft nur vom Herdfeuer erleuchtet. Im ersten Obergeschoss nach Norden hin befindet sich heute das Gedenk- und Erinnerungszimmer. Die Kastenbilder, oft ausgeschmückt mit Kunstblumen und Zierat und teilweise mit Haararbeiten der Toten, hielten den Bewohnern die Erinnerung an ihre Verstorbenen wach. Tauf- und Sterbesprüche wurden in die Bilder eingearbeitet und teilweise mit einem Foto des Verstorbenen ergänzt. Im Dachgeschoss befindet sich als Dauerausstellung ein kleines Schulzimmer. Im Scheunentrakt wird oben das seltene Handwerk der Kaminmaurer dargestellt. Als die hohen Industriekamine im vergangenen Jahrhundert zum Fortschritt der aufkommenden Industrie gehörten, wurden qualifizierte Maurer zu Kaminmaurern ausgebildet. Häufig wurden sie von Stuttgarter Firmen in alle Welt geschickt. Oft waren sie Monate oder Jahre von zu Hause fort. Ein angedeuteter Industriekamin steht im Höfle des Museums. Im Obergeschoss ist mit einer originalen Werkstatt ebenso das Schuhmacherhandwerk vertreten.
Einen kurzen Einblick gibt es auch in das alte Handwerk der Steinhauer. In Blitzhausen befanden sich 5 Sandsteinbrüche von qualitativ sehr gutem Sandstein, der in Quadern weithin exportiert wurde. Selbst in den Mauern des Kölner Domes wurde hiesiger Sandstein verbaut. Im mittleren Geschoss werden Maschinen der 5 ehemaligen Blitzhäuser Strickereien ausgestellt. Dieser Lohnberuf verschaffte den jungen Frauen erstmals eine Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Auf einer weiteren Ebene befindet sich eine Schneiderwerkstatt. Herren Schneider waren oft die bestangezogensten Männer in der überwiegend ländlichen Bevölkerung. Dieser originale Dorfladen stand in Dörnach im Gasthaus Linde. Else Decker führte ihren Tante-Emma-Laden bis ins Jahr 1988. Heute gibt es keinen Laden mehr in Dörnach. Das Gasthaus Linde ist nun ein Gourmet-Restaurant. Das Erdgeschoss der Scheune dient der jährlich wechselnden Sonderausstellung und bietet Möglichkeiten, auch große Gegenstände zu präsentieren. Dieser reich verzierte gusseiserne Ofen stand in der alten Schule. Nebenan befindet sich ein kleiner Stall für eine oder zwei Kühe oder Schweine. Eine schmale Futterkammer gehört ebenfalls dazu. Der Museumsgarten wurde unter Mitwirkung eines Mitarbeiters des Botanischen Gartens in Tübingen wieder neu angepflanzt. Als alter Bauerngarten ist auch er in Kreuzform wie die ehemaligen Klostergärten angelegt. Er diente zur Selbstversorgung der Hausbewohner. Kräuter und Gemüse lagen vorne, damit die Hausfrau es nicht weit hatte. Arzneipflanzen für Mensch und Tier blieben dem rückwärtigen Gartenteil vorbehalten. Beeren und Spalierobst gediehen an den Seiten. Im Sommerhalbjahr ist der Garten mit seiner Vielfalt an Pflanzen immer einen Besuch wert. Das Dorfmuseum ist während des Sommerhalbjahres von Mai bis Mitte Oktober immer sonntags von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Der Arbeitskreis Dorfmuseum erstellt jährliche wechselnde Sonderausstellungen und bietet Führungen nach Voranmeldung für Kinder und Erwachsene auch an anderen Tagen an. Aktionstage werden in der Tagespresse angekündigt.